Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spezial. Ich bin Alex von The Free Jesser. Im letzten Part haben wir diesen komischen Mr. Lila H besiegt. Mauna Loa, Beißer, Bruce Wayne und so weiter und so fort. Haben wir vernichtend geschlagen. Ich schalte den Turm ein bisschen leiser. Weil schon ziemlich spät ist, ich keine Lust habe, nicht zu hören, wenn er mal reinkommt und ich vielleicht irgendein Gebrüll hinten drin habe. Denn heute gab es ein paar Probleme bei uns in der Familie, aber das gehört hier eigentlich nicht hin, deswegen werde ich jetzt nicht mehr darüber reden. Du bist spät dran, ja, komm, sei leise, wir müssten jetzt eigentlich schon wieder dort Pokémon früh haben, oder? Oh, 3 Uhr in der Nacht, ey. Scheiß Dingen. Hier rein. Und hier runter. Mit dem Kelleröffner wird die Tür entriegelt. Was steht hier? Bisher und nicht weiter. Okay. Gehen wir mal hier lang. Was ist das? Stehen bleiben. Ich sah dich und bin dir gefolgt. Hör auf, mir nachzustellen. Ich muss mich um Team Rocket kümmern. Moment. Du hast mich doch schon besiegt, oder? Das war nur ein Dusel. Ich begleiche meine Rechnung. Wer stellt hier wem nach? Also, das will ich mal klarstellen. Silver. Mit seinem Golbert. Level 30, ja. Silver ist somit einer der ersten Trainer, die so langsam anspruchsvoller werden. Während alle anderen Trainer noch irgendwo leveltechnisch im Nirvana rumwandeln, hat er schon wenigstens etwas drauf. So, Flammenrad. Cool wäre es auch, wenn Golbert brennen würde. Das tut Golbert nicht. Egal. Wie besiegen es auch so. Mit dieser miesen Irokesenhaarschnur. Ja, und 1000, fast 1100. Oh, verdammt, er ist ein Impagator. Los, Ultra. Ein Riesenviech, ey. Im Buckel. Ein riesiges Jochbein. Donnerschock. Ja, das sieht doch schon mal gut. Und es schlug fehl, dein Angriff. Mach mal schnell einen Sprung hinterher. Raserei, ja, okay. Dein Move. Dein Attacken-Moveset ist jetzt nicht allzu gut, aber in Ordnung. Kann mitleben. Voll nicht mitleben. Magnetilo. Wieder Mauna Loa rein. Der größte Vulkan auf Hawaii. Auf der Welt. Der auf Hawaii steht. So meinte ich das. So, Blut reicht aus. Und jetzt kommt Apollo. Na komm, wir bleiben einfach mal drin. Jetzt viel Damage wird er wohl nicht machen. Vor allem nicht, wenn wir ihn mit Flammenrad direkt schon auseinandernehmen. Was wir aber nicht schaffen. Oh, er brennt. Okay, Spukball könnte uns jetzt besiegen. Und nee, Spukball ging in der ersten Generation noch auf Angriff. Das war es, ging noch auf Angriff und deswegen ist dadurch durch den Brand jetzt auch sein Spukball schwächer geworden. Fast ein Level Up. Und Smeeble. Oh, der Typ hat aber ziemlich viel, was
mit unserem Typ Feuerprobleme hat. Okay, ruckzuckieb. Jo, das kommt immer unerwartet. Aber mein Hund ist ein Ultra. Der mit Doppelkick direkt in vierfach Schwäche vom Sneebel trifft. Und aus diesem Grund ist er auch besiegt. Und hat zwei Initiative, also spricht für sich. Warum habe ich verloren? Ich verstehe es nicht. Es war, was dir Siegfried erzählt, dass ich mein Pokémon nicht richtig behandle. Liebe, Vertrauen. Fehlt mir das wirklich? Fehlen diese Mängel, dass ich gewinne? Ich verstehe es nicht. Aber es wird nicht hier enden. Nicht jetzt, nicht deswegen. Ich werde meinen Traum, der weltbeste Pokémon-Trainer zu sein, nicht aufgeben. Ja, das ist schön für dich. So, wir verwenden Beleber. Und einen Supertrank. Um unser Igelava wieder zu holen. Und besiegen hier die ersten Trainer. Ist mir egal, wenn du dich verläufst. Du tauchst dir auf. Du bist nur ein Opfer. Wow, hat nur ein Pokémon, das ist auch noch ein Radfratz. Mal kurz Pause. Mal ich gesagt, dass ich aufnehme und wieder eine Nachricht bekomme. Ist mir egal, dann werde ich gleich pausieren. So, erstmal das Radfratz hier. Und Igelava entwickelt sich noch nicht. Der nächste. Öffne einen Rollladen und ein anderer schließt sich. Ich weiß, du kommst nicht so schnell weit, wie du es dir vorstellst. Okay, er hat einen Slimog. Und er brennt. Das ist aber schade. Smoggern. Und Radfratz. Ja, hey, jetzt hier ein bisschen über diese komischen Rollläden hier. Die anscheinend sehr schwer sind. Ah, okay. Öffnen wir mal das hier. Jo, öffnen Sie schon mal das erste. Das ist ein Dieb. Der ist ziemlich cool. Also, der ist nicht cool, weil er Dieb ist, sondern der Sprite, der ist richtig cool. Franco, das ist viel. Wie die aussehen mit der Sonnenbrille. So, ich glaube, du musst erst 1, 2, dann 3 oder so. Ja, genau so. Das muss man machen, um durchzukommen. Okay, Magma. Magma. Wow, wir haben sogar noch gewonnen. Okay, einfach nur durch Glück. Gnade. Die Beile, das da hinten ist ein Rauchball. Den hole ich mir jetzt nicht. Aber weil ich ihn nicht brauche. Hast du dich verirrt? Nein, danke, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Ich zeige dir etwas, das dir Angst macht. Das will ich gar nicht wissen. Ernsthaft. Du, Flor. Well, sabba, sabba, das macht mir Angst. Flammenrad. Tut mir leid, dass ich eben wieder gespeedet habe. Es ist nur, keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich... Ich will so viel schaffen wie möglich und nicht allzu lange mal irgendwas dranhängen. Und noch ein Duflor. Ja. Mit den Sporen drumherum. Halt mal eine Pokémon-Folge. Da ist wie Ash, Ash und Jessie sind in so ein Giflor reingefallen. Und dann hatten sie ganz so Fieberträume und so ein Scheiß. Richtig seltsam. Wie konntest du? Ich glaube Rocco auch. Dann musste sich Misty und James haben sich
irgendeine komische Wurzel oder so einen Scheiß geholt. Um das dann irgendwie zu retten. Ich glaube, in dem Part hat sich auch Quapsel zu Kapuze entwickelt. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. So, da ist der echte Intendant. Weiter kommst du nicht. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern, auch nicht mit Kindern. Mal schauen, was hast du denn so Tolles? Und ich speede wieder, weil es ist halt immer dasselbe. Bad Goldberg. Ja, der brennt. Ich bin verwirrt, hab selbst verletzt. Er beißt mich. Ich bin verwirrt, selbst wenn ich das Gebein gewinne. Ich hoffe zu speeden, wenn sich mein Mauna Loa entwickelt. Was nach diesem Kampf sein sollte. Oder nicht, dann ist auf 36. Mit dem Amulett. So, dann besiege ich nochmal schnell dich. Dann haben wir den echten Intendanten befreit. Team 35, was ist denn das? Schlafrede. Toll. Jetzt liest das Item Ärger. Wie, was? Du willst mich retten? Danke. Der Radioturm. Was geschieht dort? Von dem Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner. Damit kannst du den Rollladen im zweiten Stockwerk öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben, wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter gelangen. Sie können sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm und alle Pokémon in diesem Lande. Yo, man, mach ich, man. Erstmal was checken. Da fällt mir was anderes ein. Schaufler. Hühü, hat funktioniert. So, und um ein bisschen Platz zu schaffen. Hier einfach gehen auch alle Leute ganz normal reagieren. Verkaufe ich. Das Nugget. Okay, jetzt geht's wieder in den Radioturm. An all diesen Leuten vorbei. Ich habe euch ja schließlich schon besiegt. Ihr seid unwürdig, unwürdig, sehr schlecht. Oh, ich könnte nicht mehr das Dreckige unter meinen Fingern nägeln. Und katsching. Hat sich der Rollladen geöffnet. Hast du etwas damit zu tun? Nach diesem Kampf ist wieder normal. Keine Sorge. Mauna Loa entwickelt sich dann. Oder auch nicht. Doch, es entwickelt sich. Hey, Mauna Loa entwickelt sich. Zu Tornoptu. Und du kannst nach hinten, Mauna. Satoshi kommt nach vorne. Für einen letzten Kampf. Stopp, ich bin als Team Rocket Festung bekannt. Keinen Schritt weiter. Team Rocket Festung. Oh, es ist ein Vorstand lila Haar. Mit einem Golbat. Hypnose. Keine Wirkung. Hypnose. So, und jetzt schlag ihn K.O. Hier ist effektiv. Was er direkt nochmal. So, und das letzte machen wir mit Hilfe des Stabs und Surfers Stärke. Ich durfte vielleicht das Goldberg besiegen. Genau, ja, wenn es nur ein Volltreffer war. Rocket Fusion wurde besiegt.
Festung wurde gestürmt. Hast du gut bemerkt? Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, meine Pokémon sind niedlich, nachdem sie dann besiegt haben. Ja, Team Rocket kann halt nicht ohne Hintergedanken nett sein. Sie hat 4 Pokémon. Tut mir leid, aber ich möchte den Part wieder in einer gewissen Zeit beenden. Ja, Giftbruder. Zack. Zack. Und noch ein Retter. Gegengift. Und das war's für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.